Ja, Probleme habe ich direkt, ne? Ich habe richtig Probleme. Also richtig Probleme, richtig. Keine Ahnung, dass ich kein Arabisch kann, aber hat er mich irgendwie wohl kalt gestanden. Freunde, ich weiß nicht, ihr seid ja auch Zeuge gewesen. Ich habe gesagt, ich brauche eine Woche, muss das parallel passieren, ne? Jetzt gehe ich zum Sattler drüben, ich sagte mir, Digi, fang mal an. Ja, nee, nächste Woche. Ich sage, träum mal weiter, was nächste Woche, Digga? Ich nehme den Auftrag sonst weg. Weißt du, was ich meine? Dann muss er dann mehr arbeiten. Aber wie kommt er denn darauf, dass sie hier einen Monat bleiben? Keine Ahnung. Und außerdem, ich habe mir gesagt, ich habe ja nichts davon, wenn ich hier 3 Wochen hier spazieren gehe und Content null ist, ne? Ich mache es ja für den Content. So, ui. Das ist kein Schwarz, ne? Aber... Nee, die ist grau metallic, ne? Ja, ist ein bisschen gräulich, aber... Ja, sieht nicht schlecht aus, so. Kein Finish, gar nichts, ne? Ja. Ja. Ja, sieht gut aus. Also ich sehe jetzt... Kein Schwarz. Okay, schade, die Tür ist jetzt ab. Ja, ist weil ich war, ja. Ist ja los. Ich weiß, zum Beispiel hier auf der Haube haben die viel gemacht. Aber sieht richtig schön geworden, gut aus. Ne? Ja. Sieht gut aus. Wie neu lackiert. Schön geworden, ne? Ja. Also ich sehe sie jetzt so auf den ersten Blick auch keine... Nein, die irgendwie, brauchen nicht wo ich Finish, die bauen ihn jetzt zusammen, dann wird er nochmal aufpoliert, gefinisht, aber so... Oh, der war ziemlich laut. Aber so muss ich sagen, gut aus. Arbeit, ne? Ja, gute ja, Arbeit. Gestern ja. Reingekommen, keine Beulen, ich sehe jetzt auch von den Seiten, sehe ich jetzt... Ja, ja, also und auch keine... Nochmal ein Ergebnis, wo wir sagen würden, jo, Lackieren geht bei denen. 100%. Muss man sagen, also... Wenn ich in Deutschland so eine Arbeit kriegen würde, bin ich auch zufrieden. Nur bin ich jetzt ein bisschen stinkig auf den VIP-Umbau, Alter. Weil irgendwie, Alter, ich war gestern schon da, zeigte mir den Stoff. Heute gehe ich hin, hat er nichts gemacht, Alter. Er chillt da. Noch nicht mal abgezogen oder? Ja, also finde ich nicht okay. Ne? Und kommt das so laut? Ihr könnt das so alle bezeugen. Ich habe ihn gefragt, ich lasse ihn in einer Woche woanders machen. Dann hat er gesagt, ich schaffe das auch in einer Woche. Meine Idee war, parallel den Content zu machen. Ahmed nimmt das Auto, schleift, macht, er baut auseinander. Er parallel drüben, baut dann die Sitze, näht, macht, tut, bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Und jetzt denkt er, wenn der fertig ist, fängt der mal da irgendwie mal nebenan an, zu schaukeln, ein Schakalaka zu machen oder was? Nee, das geht nicht. Jetzt haben wir aber ein Riesenproblem. Ne? Jetzt haben wir 5 Tage verloren. Mit seinen Eierschaukeln. Und ich habe ihm das 1000 Mal gesagt, ich bin noch jeden Tag bei ihm. Und frag, wie es weiterläuft. Aber wie kommt der denn drauf? Ich verstehe das jetzt keine nicht. Keine Ahnung, Alter. Was ist wirklich, Alter? Ja, warte, ich rede gleich mit Ahmed da. Muss ich auf jeden Fall ist der Klärungsbedarf. Das geht nicht, ne? Weil da ja. Muss er jetzt Nachtschicht machen oder ich nehme den Auftrag weg. Nein, also weil, ich... Ja, er wartet jetzt auf irgendwas. Er muss erstmal den einen Auftrag fertig machen. Dann kann er auch meinen. Dann muss er das parallel machen. Also, jetzt werden viele wahrscheinlich schreiben, yo, ich hatte Paar schon das... Haben mir das gesagt, ich habe kein gutes Gefühl bei ihm. Ahmed hat gesagt, er macht gute Arbeit. Und dann sagt er, ja, wir haben das so eingeplant. Nein, haben wir nicht. In mir war, wenn, Freunde, ich komme her, um Content zu machen, um Urlaub zu machen. Es muss parallel laufen. Ich kann nicht 6 Tage, 10 Tage eine Lackierung filmen und dann nochmal 5 Tage deine Nähte da mir angucken. Also, es muss bam, bam, bam gehen, sonst brauchen wir dieses bam, bam nicht, oder? Nein, nein. Und das war ja eigentlich von Anfang an auch klar gewesen. Auf jeden Fall. Wichtig ist gleich nach Ahmed so zu reden. Sonst würde ich mal sagen, nehmen wir den auch noch weg. Ja. Das ist auch geil, ne? Hier. Ja. Hier schon vom Boden. Ja, so ist das so, Mann. Jetzt wird gezogen. Schön ja, wird gezogen. Ne? Wird gemacht. Ne? Okay, das ist leider in Deutschland. Hab ich im Auto? Das ist dir doch vorhin im Auto runtergeflogen. Ja, egal. Ja. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt in Deutschland nicht erlaubt, ne? Doch, natürlich. Aber du darfst da doch nicht ziehen ja, und schweißen. Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Jetzt kommst du hier mit so einer Grauzone wieder zu mir. Kein Plan, Alter. Das ist noch jetzt bin ich schon so ein bisschen ja, stinkig. Also ich bin leider auch sehr stinkig. Ja, weil... Ich habe vorhin zwar nur die Hälfte verstanden, aber ich frage mich immer noch, wie kommt der drauf? Alter, es ist jetzt auch kein Kapexenkunstwerk, Schatz. Er soll da, weißt du, was ich meine? Da muss er länger machen. Du, weißt du was? Ich nehme den Auftrag weg. Wollte ich gerade sagen, da müssen wir ganz schnell nach Adana und da was klären. Aber auch schwierig. Gehen wir zu Özan. Weißt du, Özan, dann soll er mir schön Sitze machen, irgendwas machen, oder? Ja. Weißt du, dann soll er mir Sitze, Himmel machen. Das wird er auch hinkriegen, oder? Aber er ist sofort mitgekommen hier. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, Armut ist das ein bisschen spät. Da muss man auch mal ein bisschen...
Er muss auch sein Brot verdienen. Ich kann ja nicht nein, machen, dass er jetzt reinläuft. Alles gut. Wir gehen mal an unserem Auto. Gucken wir mal, was da ist. Komm. Aufgeregt bin ich schon. Er sagt zu mir, du hast mir doch gesagt, wir haben 3 Wochen Zeit. Niemals habe ich ihm das gesagt. Geht gar nicht, Digga. Geht gar nicht. Naja, okay. Hey. 3 Wochen Zeit. 1 Woche ist aber schon vergangen. Was sind das? Meine Sitze? Nee, sind nicht meine, oder? Nee. Ach, das sind vom Dings hier. Vom Arosa. Glaube ich. Leon. Pardon, Leon sind die Nimmer. Hä? Und nach Leon und Nimmer. Leon, mich gesund, mich Leon. Çok güzel oldu değil mi? Ama siyah değil değil mi? Biraz kendi rengi abi. Griye geçiyor değil mi? Aynen, süme. Çok güzel olmuş. Sieht richtig richtig schön aus. Tolle Arbeit von den Jungs. Ne? Çok güzel olmuş. Keine Ya zaten soranın şeyine giriyorsun yani değil mi? Ama bu hali bile güzel. Yeni bu Stalker bu yani. Also vor 2 Stunden wurde das aus der Lackierkabine rausgenommen. Mein Auto ist gleich nebenan. Wir gucken mal, was wir bei mir mal machen. Ja. Boya sen mi buluyorsun? Valla. Bir arkadaş daha vardı. Ne oldu ona? O akşamları geliyor. O aracı boyayan kişi. Ha, sen ön işlerini falan hallediyorsun. Aynen. Ben ufak tefekleri. Tamam. Hadi bakalım. İyi. Hadi bakalım. Benim arabanın işi zor ama biliyorsun. Aynen abi. Çift renk falan filan. O bizde abi. Valla. So, liebe Freunde. Wollen wir mal gucken, was läuft hier? Was läuft hier, liebe Freunde? Was läuft hier? Da ist das Schmuckstück. Kolay gelsin abi. So, wollen wir mal schauen. Was geht denn hier ab hier, Alter? Ja. Ahmed hat geliefert, Ahmed hat gesagt, was abgeht und es läuft so auch, wie es abgeht. Ne? Haube, viele kleine Dellen gewesen, habt ihr auch gesehen gehabt, wirklich. Ne? Viele kleine Stellen gewesen, so. Er sieht alles, er sieht alles. Hier haben wir ein paar Wellen gehabt, die sind auch richtig schön. Da ein bisschen Rostansatz gewesen, hier auch an den Seiten ein paar Beulen, auch richtig gut. Ja, heute berede ich die zweite Farbe, ich kann es ja auch verraten, unten will ich die gleiche Farbe lassen. So, damit ihr gleich Bescheid wisst, unten bleibt die gleiche Farbe. Aber was kommt oben? Ich habe ja noch mal gesagt gehabt, die gleiche Wagenfarbe Brüllig unten lassen. Ich feiere das unten. Aber wie gesagt, ab hier. Habe ich nicht schon entschieden, aber wird eine geile Farbe. Durch, wird eine geile Farbe. Ja, ich habe hat schon viel gemacht, ne? Ja, also wie gesagt, alle Beulen, alle Dinger sind weg. Wenn du so guckst, ist die jetzt hier auch. Sieht gut aus. Ja. Sieht schön aus, auf jeden Fall. Ja. Die bekannten Probleme hier bei den Autos, die abgemacht. Er hat natürlich die Unterkante mitlackiert, habe ich abgesprochen gehabt, ne? Hier natürlich die Ansätze hat er auch, das Ding geht natürlich weg. Der Schnitt kommt ja, der wird ja wohl, warte mal, die kommen hier. Von hier, dann gehen hier rüber und dann wird er, glaube ich, hier geht er rein. Irgendwie, ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Wir genau, lassen uns überraschen. Wir lassen uns erstmal überraschen. Ja, hier muss er natürlich irgendwie richtig hart an die Kante dann gehen. Das wird nicht, aber Lampe muss natürlich weg, da wird er schon so abbauen. Ja, so langsam wird es, ne? So wie abgemacht. Ich denke mal, der wird. Wissen, morgen ist er beim Lacken. Dann sehen wir die echte Farbe. Also Ahmed schafft das die Woche. Ja, aber wir haben. Ich habe richtig Probleme. Ich bin jetzt nicht stinkig, Digga, ja. Wirklich. Viele haben da auch so geschrieben, bla 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 bla. Aber du, wenn er mir jetzt so kommt hier, ich bleibe keine 3 Wochen gewonnen. Wir haben einen Laden, wir haben eine Firma zu leiten. Deswegen, wir haben. Ich kann hier nicht 3 Wochen bleiben, Alter. Das ja, auch wenn, das ist... Das muss ich ja gar nicht. Nein, das ist auch eine Prinzipsache. Jeder kann sich daran erinnern, wo ich gesagt habe, hey, ich habe einen, der macht das schon 5 Tage, ich auch. Ja. Ist okay, vielleicht hat er den Himmel noch nicht bekommen. Ja, kack doch auf den Himmel, Guck Digga. Mal, ne, jetzt überleg mal, ich und Leon haben gesagt, egal, scheiß auf die Woche, lass es... 10 Tage. 10 Tage sein. Wann waren wir hier? Letzte Woche Donnerstag? Mittwoch. Mittwoch waren wir hier. Wann haben wir das Audio abgegeben? Mittwoch. Nee, Donnerstag. Ich weiß es nicht mehr. Nein, Mann. Letzte Woche, Dienstag, Mittwoch. Wir waren Mittwoch haben wir den hier Mittwoch gelassen. Haben Mittwoch haben wir den also, abgegeben. Es ist schon morgen Mittwoch, eine Woche. Er hat noch eine kleine. Die Sitze hätte ich auch alleine abbauen können. Ja. Ja, komm. Ja. Nee, okay, nein. So kommen wir nicht klar. Aber soll ich dir mal was zeigen, was ich gesehen habe? Was denn? So. Guck mal da hinten. Das ist noch Handwerkkunst. Ne, die Strotz machen die alles selber weg. Wir reden das jetzt. Jetzt wird Tacheles. Jetzt ist Mehmet sauer. Nein, Ahmed kann ja auch nicht dafür. Nein, der Junge. Gegen Ahmed habe ich auch kein Problem, wirklich nicht. Dann soll er ihn lackieren. Ja, ist mir egal. Weißt du, was ich meine? Aber nur drüben, das Ding kostet mich an. Da kann ich wirklich, ja? Ja, da haben wohl viele dann. Und wir haben nicht daneben geredet. Weißt du, weil er sagt zu mir, nö, wir haben 3 Wochen. Niemals. Also wir haben, weißt du, was das Gute ist? Wir haben Kamerabeweis. Alter, er kann sich die Videos angucken, ne? Da kommen wir gar nicht mit 3 Wochen. So, er ist jetzt dabei. Ahmed hat auch viel zu tun, finde ich gut. Ne, auch ein paar Einheimische, die hier, wo die ihre Autos reparieren.
Da könnt ihr auch mal ein bisschen Handwerk sehen. Wo ist der Bus? Wo ist der Norweger? Wo ist der Norweger? Ich habe den aber bei ihm auch nicht gesehen. Nee, bei ihm steht er nicht. Da soll ja auch komplett... aufgefallen. Egal, ich erwische jetzt Ahmed. Wir gucken mal jetzt. Ja? Tut mir auch hier leid. Ja, ich gebe da mal gucken, dass wir mal nächste Woche hier beigehen wegen AU. Und dann will ich auch mal eine Runde fahren bei dem Wetter, weiß ich auch nicht. Aber guck mal den Motor an, Freunde. Der glänzt, der glänzt, der glänzt. Ja? Der glänzt mir jetzt ab. Also ich weiß nicht. Von dem bin ich jetzt nicht mehr so überzeugt. Weil am wenigsten ist auf Ahmed verlasst hier, ja. So. Nein, er macht aber erstmal Dings, die grundiert die Flächen. Ja. Da habe ich einen gehabt, der hat mir geschrieben, ja, wer mit Zeitung abklebt, gebe ich mein Auto nicht ab. Aber mir ist scheißegal, womit das abklebt. Von mir aus kann das mit allem abkleben. Er kann es auch mit Klopapier abkleben. Ja, von mir aus, wenn die Lackierung gut ist. Und ja, du weißt, wir haben schon hier den Golf, super Ergebnis. Hallo, sein Auto, ein super Ergebnis bekommen. Und mir ist leider oder nicht. Aber hier auch schön. Siehst du, Beule raus. Ja, ja. Ne, Tür, ja, passt wieder, guck mal. Passt wieder sehr gut. Schön. Ich hab viele Beulen gehabt, ne? Wenn du siehst, hier, da. Also ich denke mal, der geht jetzt zum Lacken. Ne? Ich denke, heute wird er grundiert, hat er mir gesagt. Ja. Und dann wird er komplett nass geschliffen und morgen Abend oder sowas geht er zum Lacken. Aber Lacken dauert hier 2 Tage, ne? Länger oder nicht? Weil ja, ja, weil der muss erst mal ja unten lackiert. Genau, deswegen. Trocknen, oben lackieren. Deswegen sag ich. Ich habe gesagt, ob ich vorne eine Mattfarbe nehme, aber dann hat er noch mehr Arbeit, ja. Nein. Ja, ich hier, bleib ja, mal bei dem Mattfarbe Plan. Mattfarbe habe ich mir eventuell ausgesucht, habe so ein Video gesehen gehabt auf TikTok. Sah geil aus, aber ich will Ihnen jetzt auch nicht zu viel Arbeit geben. Wir haben uns jetzt entschieden, ich zeige euch morgen die Farbe, Jungs. Ich zeige euch die Farbe. Bin nur ein bisschen genervt jetzt hier, Kommunikation. Ich habe Ihnen das tausendmal erklärt. Ey, ihr habt das alles gesehen, oder? Also mehr erklären kann ich nicht. Nein. Mehr erklären kann ich nicht. Nein, da gibt es auch nichts zu erklären. Für mich ist ja wichtig, dass er täglich was macht. Täglich, aber täglich. Wie kommt, er mir Ergebnisse zeigt. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie kommt er auf 3 Wochen? Wo hat er das? Ich hasse Leute, die auf den letzten Drücker was machen. Dann fehlt da was, hier was, dann wird gefuscht, Baller, ich zahle ihn nicht alles, ist mir egal. Also gut, dass ich auch nicht, ich zahle sowieso nicht voraus. Ja, aber wir haben ihm schon eine Anzahlung gegeben. Wir haben eine kleine Anzahlung gegeben, ja? Komm. Ich habe den Norweger entdeckt. Was macht der Norweger? Da ist der Norweger. Ah, okay. Also der macht noch was Technisches. Vielleicht seine Reifen. Ja, hallo, Nagel. Das Auto ist eigentlich fast fertig abgeklebt. So. Mehmet hat natürlich Klärungsbedarf. Jetzt kommt Ahmed mit. Mal gucken, was dabei rauskommt. Vor ein paar Wochen gemacht. Ja. Aber er wollte dieses Design haben. Da kannst du mal seine Arbeit mal angucken. Ja, ja. So. Okay. Also die Sitze, ja, hat er, die ist okay. Hat er neu beledert. Ja, sieht gut aus. Das ist aber ist echt Leder, ne? Ich sehe, ist das der Leder, ne? Nein, ist Kunstleder. Ah, ist Kunstleder. Aber er hat Farbwechsel gemacht und hier, guck mal, hier hat er. Aber sieht aber okay seine Arbe. Ja. Weil er Bruder nicht mehr um das. Also, das ist jetzt die Arbeit von. Den Sattler. Komm mal her, die Nähte. Nein, ja, sieht gut aus. So weit, so gut. Ihr könnt ja mal gucken, so auf Anhieb. Ja, alles so weit gut. Also dieser junge Mann hat von Jedrik Vardia, er hat die Scheiben von Salo gemacht. Ja. Hat er dieses Auto gekauft, hat da Stoffsitze drin gehabt. Ach so, das ist sein Auto. Ja, ist sein Auto. Hat Stoffsitze gehabt, war ein bisschen zerrissen. Ja. Und dann hat er sich so gedacht, so, ja, komm. Haben ihn gesagt, komm, mach mal ein bisschen Stoff, nee, mal. Die haben gesagt, nee, ich mach Leder. Er hat gesagt, nee, ich vertraue ihm nicht. So wie wir. Ja. Hat er abgegeben, also super. Dann kamen noch 2 seine Kollegen, haben die Arbeit gesehen, haben auch das Gleiche machen lassen. Ja. Und Ahmed sagt, Mehmet, ich habe diese Arbeit von ihm gesehen. Also, ja, ist nicht schlecht. Also ich bin ja sehr pingelig. Ich habe schon einen Fehler gesehen, den kann ich euch auch zeigen. Vielleicht seht ihr das auch. So, das ist jetzt das Einzige, was ich gesehen habe. Sonst habe ich nichts. Nein. Nichts zu meckern. Nähte sind gerade. Ist ja auch wichtig, dass die Nähte gerade sind. Ne? Ihr könnt es ja mal begutachten. Ja, sieht gut aus. Geiles Auto, Schatz. Alter Schwede. Kann man mit Scheibenpolierung? Hier war auch an den Seiten Risse drin. Ja. Hat er, ausgebessert hier. Aber hat er jetzt nicht bei Ihnen gemacht? Das ist jemand anders. Drüben. Ach, auch drüben? Ja, auch die Idioten. Ah. Sorry.
Doch. Ja, ist okay. Was ist okay? Ja, warum haben wir ja sehr. Wie gesagt, da ist ja Erklärungsbedarf. Ahmed vermittelt jetzt und erklärt ihm die Lage. Da ist auf jeden Fall Erklärungsbedarf. Ahmed, Mann des Tages. Ja, hat er jetzt geklärt, er hat mit ihm geredet. Ja. Er muss dann länger arbeiten. Nützlich. Ja. Er muss mehr machen. Ahmed, Gürtelschürz. So, danke nochmal. Ja, sorry, ein bisschen aufgeregt habe ich mich schon, weil Alter, ich habe den Typen gesagt, in 3 Wochen will ich hier weg, spätestens. Ne? Und er chillt hier rum. Und okay, eins wichtig, er hat noch eine Arbeit, die er gerne fertig machen will. Er sagt zu mir, Mehmet, pass mal auf. Ich mache die Arbeit fertig, ich besorge alles, Teile sind fast alles da. Morgen übermorgen kommt noch die restlichen Sachen. Und dann will er komplett von morgens bis abends da reingehen. Aber ich habe ihm gesagt, Digga, ich brauche Material fürs Kanal, oder nicht? Ja. Ich kann nicht jeden Tag, ja, ich möchte gerne, dass er da rangeht, irgendwas macht oder sowas, naja, oder ich nicht? Ich sag's mal so, wenn man kommt und da ist nichts gemacht, kriegt man schon Panik. Ne? Ja, und dann laber ich mit ihm, der versteht mich irgendwie falsch, wieso noch 3 Wochen, ich fange nächste Woche an. Da habe ich richtig Krisen geschoben. Ne? Hab gesagt, dann soll er es lassen, Alter, soll er die Sitze einbauen, sonst schau, machen wir nicht eben, oder? Ja. Okay, Ahmed, muss ich sagen, tolle Arbeit, er ist richtig dabei. Ich denke mal morgen, übermorgen, Ahmeds Ergebnis haben wir raus. Ja. Chrom-Geschichte ist auch dabei. Ich lasse die Felgen so ein bisschen silberer, goldig chrom. Ich habe in Adana eine Adresse bekommen. Wir besorgen jetzt, Ahmed besorgt jetzt Felgen morgen. Der knallt da irgendwelche Stahlfelgen, irgendwelche Felgen drauf. Dann nehme ich meine Felgen mit, ab nach Adana zu dem Chrom-Mann. Ich lasse die mal schön irgendwie, ich habe mir was überlegt, nicht richtig chrom, sondern auch ein bisschen in die goldene Geschichte, so leicht silberchrom. Also rosé. Rosé-mäßig. Irgendwas lasse ich mir einfallen. Auf jeden Fall wird ein geiler Content mit dem Chrom-Felgen. Und dann habe ich zu Ahmed gesagt, und dann habe ich mit ihm geredet, ich sage, Ahmed, Digga, dann lass mal, ich mache mit ihm nichts mit uns was. Ne? Er sagt, nein, bla. Ich sage, Digga, ich kenne seine Arbeit noch nicht mal. Ich habe noch nicht mal was von ihm gesehen, Schatz. Ja. Zufälligerweise der Typ, der die Scheiben von Sado schwarz gemacht hat. Ja. Sein Auto hat er die Ledersitze gemacht. Okay, da war ich wieder erstaunt. Ja. Also da habe ich auch gedacht, also ich okay, muss ehrlich gestehen, klar habe ich auch was entdeckt, aber es ist sehr gut. Es ist wirklich gut. Also, ja. Und er sagt selber, er sagt, ich hätte auch nicht gedacht, dass er so gut ist. Hatte, haben sich auch nicht gedacht. Und dadurch hat er schon 4, 5 Aufträge bekommen, weil er die Sitze so schön gemacht hat. Ja. Und er hofft sich natürlich auch durch mich, hier auch ein paar Aufträge an Land zu ziehen. Ich habe gedacht, Digi, du musst 110% geben, damit das hier richtig gut aussieht, damit du auch davon ein bisschen Brot essen kannst. Es bringt ja nichts hier, Fuschi-Muschi, mich abzuwimmeln. Ja. Und irgendwie keine Nachfolgeaufträge. Guck mal, Ahmed macht tolle Arbeit. Es kommen auch Leute von uns, die Aufträge abgehen. Finde ich gut. Ja. Also Ahmed hat noch mit dem Tacheles geredet, wir haben ihm klar gemacht, Zeitlimit ist 4. 4. ist wirklich tot. Er schafft das vorher. Ich habe gesagt, ich möchte jeden Tag Ergebnisse sehen. Er läuft jetzt rüber, baut jetzt Himmel, alles raus, was er in diesem Auto ist. Morgen kommt er her, ich habe ihm gesagt, morgen nehme ich erstmal... Mehmet, der Stressmacher. Ja, aber nein, es geht doch darum, ich habe ja einen Deal mit ihm. Ich habe gesagt, nur so, dass ich hier täglich diesen Verlauf mitnehmen kann in die Kamera für meine Zuschauer. Schatz, wenn ich herkomme, er macht in einem Tag alles fertig. Wo ist denn der Dings? Und dem war ja auch von Anfang an klar, dass wir es auf YouTube verfolgen. Nein, will er ja auch. Er will das ja auch selber gerne haben, dass es auf YouTube rauskommt. Und er hofft sich natürlich auch ein bisschen Vorteile. Ja. Also, Friends, Ahmed hat die Zeit Time Limit gegeben. 4. Geld zahlen. Ich wollte dir nochmal eine Anzahlung geben. Jetzt mache ich gar nichts erstmal. Ich warte, bis er fertig ist. Ist mir egal. Jetzt habe ich aber noch eine Bitte. Die habe ich jetzt vergessen. Jetzt sage ich das vor der Kamera. Wollen wir die Gurte doch silber lassen? Nö. Rot sieht schon geil aus. Silber, ja, aber Silber passt ja auch wiederum. Nee, das sieht schon geil aus. Ist egal, wir bleiben an unserem Plan. Eigentlich der Plan läuft. Heute ein bisschen stinkig gewesen vom Nichtplan. Aber jetzt hat er es irgendwie kapiert. Sonst habe ich nicht. Eigentlich wollte ich gleich abbrechen hier. Ne? Eigentlich für mich war es so, Abbruch, ich mache hier nicht mehr weiter. Es tut mir für den auch leid. Dann mache ich ihm keinen VIP und dann haue ich ab. Aber er hat es gesagt, er schafft das. Ach, keine Ahnung. Ja, okay, es ist wirklich warm, Freunde. Dann sag ich mal, morgen sehen wir, wie er unser Auto grundiert wird und. Und hoffen wir mal, endlich mal vom Sattler irgendwas zu sehen, ein bisschen, ne? Reicht jetzt. Abonnieren. Ja, Freunde, danke, genug aufgeregt. Abonnieren, liken nicht vergessen. Und genau. Es ist ja auch wirklich nicht wenig Geld, was wir geben. Okay, es ist günstig, aber auch viel Geld. Wer braucht VIP-Umbau? Alter, nicht jeder, oder nicht? Ja? Ja. Wer braucht einen VIP-Umbau, aber haben ist besser als nicht haben, oder? Haben ist besser als brauchen. Ja, genau. Haben ist besser als brauchen. Und dieser schöne Benzer, den wollten wir euch mal kurz zeigen. Eigentlich wollte ich, genau. Genau, der sieht doch auch nice hier aus, ne? Richtig. Felgen sind natürlich blöd, gefällt mir nicht. Ein paar Beulen hat er, aber schönes Auto. 126er, sieht gut aus. Ja. Vielleicht ein 280er oder was, keine Ahnung, aber auch Latte. Jo, aber nice. Zustand ist gut. Nice. Abonnieren, liken nicht vergessen.
es geht weiter mit hartem Content hier, mit hartem Content. Der Zweitkanal auch mal reingucken. Duman ist auch ein harter Content. Hausbesichtigung, Zähne neu machen. Ach, frag mich nicht, Alter, was ich alles schon mache. VIP-Umbau an. Ja, an Mr. Ziller. Ja, Freunde, ihr wisst es, ich habe ja letztes Jahr meine Zähne machen lassen. Komplett Implantate. Sehr zufrieden gewesen. Vor eineinhalb Monaten habe ich irgendwie. Egal, schaut bei Duman nicht. Genau, vor eineinhalb Monaten habe ich eine Nuss gegessen. Ist mir hinten so eine Ecke abgebrochen. Habe ihm gesagt, du, die Ecke ist abgebrochen. Und er hat dann auch gleich gesagt, jo, wird gemacht. Ach, guck auf Dumanis, da sieht ihr, dass ich da auch ein bisschen rumheule und Ärger mache. Ja, aber berechtigt wieder, oder nicht? Ach, keine Ahnung, ist doch egal. Komm, wir gehen nach Hause. Mal duschen, erstmal frisch schlafen. Abonnieren, 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 ist kostenlos, Freunde. Und den Leon mal gucken, Alter, der Leon, der reißt sich den Hintern auf. Der ist richtig am Lackieren. Und das Allergeilste ist, dass ich die nochmal. Leon will Mittwoch nach Hause gehen. Heute Morgen sitzen wir, will er sich gleich ein Flugticket buchen, ne? Gestern Abend, 2,80? Genau. Er sagt, geil, er will buchen, machen, tun. Oh, 3,20, 3,30, egal. Irgendwie Gepäck extra, blab, 3,40. Er sagt, komm, kack doch drauf, nehme ich auch mit. Hat alles fertig, will gerade bezahlen, 88 Euro erhöht. Beim Bezahlen. Da steht vor sich, Ticket wurde um bla 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 erhöht. Alter, das Ticket beim Bezahlen wurde nochmal um 88 Euro erhöht. Dann war er bei über 450 Euro. Hat er gesagt, komm, Alter, lass mich. Ich bleib lieber in Märzen, bevor ich das Geld zahle. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Guck. Oder ich verrate euch, ich spoilere euch das vor. Guckt bei mir weiter. Nein, der Leon ist auch richtig am Ackern. Okay, liebe Freunde, ich genug gelabert. Hadi, yalla. Tschüss.